Titty. Nach jahrelanger Suche ist Matthias Schweighöfer nun endlich auf das Erfolgsgeheimnis seiner Filme gekommen und verarbeitet es nun in seinem neuen Meisterwerk. Sehen Sie Matthias Schweighöfers Arsch. Sehen Sie spannende Dialoge. Na, genießt du auch die schöne Aussicht? Oh ja. Ich bin übrigens Matze. Ich bin Fiona. Statt einmal Arsch heißt es jetzt immer Arsch. Caro, du bist meine beste Freundin. Ich brauche jetzt echt deinen Rat. Mensch, da ist mir jetzt die Schale runtergefallen. Kannst du ihn mal aufheben? Du bist so ein verletzlicher Mann. Genau das finde ich so süß. Ach, ehrlich? Und ein süßer Po. Aber ich dachte, du findest mich irgendwie intelligent oder sowas. Entschuldige, hast du was gesagt? Ich war gerade abgelenkt. Sehen Sie Matthias Schweighöfer von seiner Schokoladenseite. Du, wir kennen uns jetzt schon so lange. Lass doch zusammenziehen. Ich weiß nicht, ist das nicht zu früh? Naja, liebst du mich? Ich liebe dich. Ein geballtes Erlebnis für die ganze Familie. Schweighöfers Arsch in einer Kurthose. Und, was meinst du? Oh ja, aber zieh die mal an. Einer Leggings. Und? Besser? Oh ja, yeah. Das ist es. Einem Kilt. Oh, Halleluja, ich bin im Himmel. Und endlich auch in 3D zum Greifen nah. So, Zeit für meine morgendlichen Kniebeugen. Sehen Sie Action. Romanze. Comedy. Drama. Hey, ich bin kein Arsch, okay? Oh doch, das bist du. Die Kritiker sind sich einig. Komm schon, Fiona, lass mich jetzt bitte nicht allein. Fiona, bitte. Die Zeit sagt, ein Prachtstück. Ich hab dich betrogen und belogen und du kriegst mir immer noch hinterher? Fiona, bitte geh nicht. Der Spiegel sagt, der schlechteste Film aller Zeiten, aber der beste von Schweighöfer. Fiona, bitte. Wieso sollte ich bleiben? Weil ich dich lieb. Wow, ich bleibe und gehe mit dir bis ans Ende der Welt, aber bitte dreh dich nie wieder um. Schweighöfers Arsch, demnächst im Kino. Darf ich mich jetzt auch mal umdrehen? Nö. Danke an Matthias für sein brillantes Lustspiel. Über welches Körperteil würdet ihr einen Film machen? Schreibt's in die Kommentare und weiter geht's dann entweder mit dem depperten Dr. Alles oder ihr seht euch die Parodie auf den Schweighöfer der alten Generation Schweiger an. Wählt wie immer weise. Wir sehen uns nächsten Freititi-Tag.